als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 4:15 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. In München in der Flemmingstraße lebte Erich Kästner bis zu seinem Tod am 29. Juli 1974. Er liebte das kleine, gemütliche Haus mitten im Grünen. Auf der schmalen Fensterbank stand seine Schreibmaschine. Sicher kein bequemer Arbeitsplatz, doch Kästner wollte den Blick in den Garten. Ein großer Garten, eine ehemalige Wiese voller Blumen, Sträucher, alter Bäume. Kästner, der Großstadtmensch, der immer in Wohnungen gelebt hatte, war glücklich in dieser Umgebung. Mit dem kleinen Bach, der durch den Garten fließt und die ländliche Idylle vervollständigt. Am 23. Februar 1899 kam Erich Kästner in Dresden zur Welt, als Sohn des rechtschaffenen Sattlermeisters Emil Kästner. Die Familie lebte mehr als bescheiden. Der Vater musste seinen Handwerkerberuf aufgeben und arbeitete in einer Fabrik. Sohn Erich blieb ein Einzelkind, ein sehr braves Kind, das ohne Schwierigkeiten aufwuchs. Zu seiner Mutter hatte er von klein an eine besonders innige Beziehung. Die Ehe der Eltern war nicht gut und so wurde der Sohn Mittelpunkt ihres Lebens. Ich wurde der bravste Sohn und der beste Schüler, sagte Kästner über sich. Aus Erich sollte einmal etwas Besonderes werden, war der Wunsch der Mutter. Er durfte sie nicht enttäuschen. Jahrelang arbeitete sie als Friseuse, um ihrem Sohn die entsprechende Schulbildung zu ermöglichen. Erich sollte Lehrer werden. Erich war damit einverstanden. 1913 entstand diese Fotografie, Kästner als Seminarist. 4 Jahre später musste er zum Militär. Er war 18 Jahre alt. Schon damals hasste er das Militär und alles, was mit Krieg zu tun hatte. Seine Ausbildung als Kanonier blieb ihm unvergessen. Er wurde so geschunden, dass ein Herzfehler zurückblieb. Ein Sergeant namens Waurich hatte es auf den schmächtigen Kästner abgesehen. Hier mit 2 Kreuzchen gekennzeichnet. Sergeant Waurich wurde später von Kästner in einem Gedicht literarisch verewigt. Udo Lenze hat es vertont. Das ist nun schon ein 1000 Jahre her. Da war er unser Sergeant. Wir lernten bei ihm, präsentiert das Gewehr. Wenn einer umfiel, lachte er und spuckte vorhin in den Sand. Die Knie beugt. Das war sein liebster Satz, den schrie er gleich 200 Mal. Da standen wir dann auf dem öden Platz und beugten die Knie wie die Goliaths und lernten den Hass pauschal. Und wer schon auf allen Vieren kroch, dem riss er die Jacke auf und brüllte, ja, du Luder, du frierst ja noch! Und weiter ging's. Man machte doch in Jugend Ausverkauf. Er hat mich zum Spaß durch den Sand gehetzt und hinterher lauernd gefragt, wenn du nun meinen Revolver hättest, brächtest du mich um?
Gleich hier? Und jetzt? Da habe ich ja gesagt. Nach dem Krieg beschloss Kästner, nicht Lehrer zu werden. Er wollte Germanistik, Theaterwissenschaften und Philosophie studieren. Das bedeutete, dass die Mutter noch weiter arbeiten und sich vom Sohn trennen musste. Erich studierte in Leipzig. Damals schrieb Kästner seine ersten Gedichte, die auch gedruckt wurden. Das Studium beendete er mit Erfolg und bekam eine Anstellung als Feuilleton-Redakteur an der Leipziger Neuen Zeitung. 1925 machte er das Doktorexamen. Erich Oser, als Illustrator auch bekannt unter E.O. Plauen, war ebenfalls bei der Leipziger Neuen Zeitung beschäftigt. Die beiden wurden Freunde. Aus dieser Zeit berichtet Loiselotte Enderle, die Lebensgefährtin Erich Kästners. Ich lernte uns kennen, als ich Redaktionsgehilfin war in einer Zeitschrift. Die ist für alle, erschien in Leipzig im Verlag Otto Beyer. Und dort war ich Redaktionsgehilfin. Und die Chefin, eine sehr reizende und ungewöhnlich liebenswürdige Dame, die sagte uns damals, wir waren zwei Kolleginnen, Erich Kästner ist ein Homme Femme, flirtet nicht mit ihm. Das war so 1926. Und 1927, als wir unseren 100.000. Abonnenten feiern wollten, sagte Erich Kästner, ach fein, das machen wir bei mir in meiner Wohnung in der Hohe Straße, es war in Leipzig. Und es war sehr langweilig an dem Abend, und zwar deshalb, weil die Jungs taten einfach nicht den Mund auf. Die waren so betröpst und so bekloppt und es war ganz ungemütlich. Und weil wir nun auch etwas nervös wurden und nicht wussten, was eigentlich los war, sagte schließlich einer, wollen wir es den Mädchen sagen? Und daraufhin begann Erich die Geschichte zu erzählen, die sich ereignet hatte, nämlich Erich Kästner und Erich Oser waren am Vormittag gefeuert worden. Und zwar wegen eines Gedichtes von Erich Kästner, das Oser illustriert hatte. Und das hieß Abendlied des Kammervirtuosen. Du, meine neunte Symphonie, wenn du das Hemd anhast mit rosa Streifen, komm wie ein Cello zwischen meine Knie und lass mich zart in deine Saiten greifen. Es war Pech, dass das Gedicht ausgerechnet im Gedenkjahr an Beethovens Todestag erschienen ist. Da Kästner und Oser der Zeitung ohnehin zu satirisch und kritisch waren, nahm man das Gedicht zum Anlass, beide fristlos zu entlassen. Fußtritt Fortunas nannte Kästner später den Rausschmiss. Er wurde Theaterkritiker in Berlin und freier Mitarbeiter an verschiedenen Zeitungen, wie die Weltbühne, Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung. Kästner fühlte sich wohl in Berlin. Die ersten Erfolge stellten sich ein. Damals schon gehörte es zu seiner Gewohnheit, im Café zu schreiben. In Berlin war es das Carlton. Mit Herz auf Taille, seinem ersten Gedichtband 1928, wurde er über Nacht berühmt. Und als der nächste Band Lärm im Spiegel erschien, war Kästner bereits als moderner Lyriker anerkannt. Emil und die Detektive war sein erstes Buch für Kinder, inzwischen ein Klassiker. Von Anfang an ein Erfolg bei Kindern und Erwachsenen. 1930 wurde es bei der UFA verfilmt. Pünktchen und Anton, sein zweiter Kinderroman, ebenso erfolgreich wie Das fliegende Klassenzimmer. Kästners Weg zum Romancier begann bei den Büchern für Kinder. Als Illustrator bevorzugte er den bekannten Zeichner Walter Trier. Noch in der Emigration arbeitete er für Kästner. Ein Freund Erich Kästners, der Schriftsteller Peter de Mendelssohn. Ich habe Kästner 50 Jahre und mehr gekannt und genau genommen
sogar noch sehr viel länger. Wir kannten uns schon, wir haben häufig Witze darüber gemacht, wir kannten uns schon, als wir uns noch gar nicht kannten, sozusagen. Denn wir sind beide in Dresden aufgewachsen, obwohl wir als Kinder einander nicht begegneten und sprachen natürlich beide als Kinder fließend Sächsisch und sprachen es auch als Erwachsene noch. Und das haben wir hier in München zuweilen noch wieder ausprobiert zum großen Gaudium unserer Freunde. Wirklich kennengelernt habe ich Kästner erst 1928, glaube ich, war es, in Berlin. Aber die Bekanntschaft war auch recht flüchtig. Ich war sehr beeindruckt von seinem Roman Fabian, der für uns alle von meiner Generation ein sehr wichtiges Buch war, der Beginn der neuen Sachlichkeit in der Literatur, der wirklich ein Zeichen setzte, es war ein Signal. Es war mir eigentlich wichtiger als alle seine Gedichte, die mir schon gefielen, aber ihm den großen Erfolg brachten. Aber diese Prosa war der stärkste Eindruck. Ein unmoralisches Buch von höchster Moral, schrieb ein Kritiker 1931. Und 1931 wurde Kästner in den Internationalen Pen-Club gewählt und im gleichen Jahr bezog er in Berlin seine erste eigene Wohnung. Seit Kästner liest man wieder Lyrik, hieß es. Als 1932 der Gedichtband Gesang zwischen den Stühlen herauskam, ahnte Kästner, was kommen würde. Der Titel war beabsichtigt. Der Diktator fand keinen Gefallen an den Werken des Schriftstellers Erich Kästner. Er durfte in Deutschland nicht mehr publizieren, seine Bücher wurden verbrannt. 1933 kam die große Wende, die alle Freundschaften durcheinandergebracht und zerrissen hat. Und was ich damals erlebte, habe ich später dann einmal aufgeschrieben. Und ich glaube, ich lese das lieber vor, weil es dort sorgfältiger formuliert ist, als ich es aus dem Gedächtnis tun könnte. Im Chaos des Frühjahrs 1933 verloren wir uns aus den Augen. Er blieb, weil er zur Not bleiben konnte. Ich ging, weil ich aus Not gehen musste. In einem Pariser Kino, einige Monate darauf, sah ich ihn wieder, auf der Leinwand, in einer deutschen Wochenschau. Auf einem nächtlichen Lohnenscheiterhaufen in Berlin flogen von deklamierten Schmähversen begleitet Bücher über Bücher. In einer Großaufnahme sah ich ein Buch von Erich verkohlen, daneben eins von mir. Und dann Erich selbst, bescheiden, unauffällig, in der umstehenden Menschenmenge. Er beobachtete, ohne eine Miene zu verziehen, das Toben der Unvernunft. Auf seinem Gesicht standen seine eigenen Zeilen geschrieben. Ich spiel nicht mit. In jedem Stück muss es auch Menschen geben, die bloß zuschauen. Freund, dachte ich damals, du wirst es schwer haben, mörderisch schwer. Zweimal wurde Kästner von der Gestapo verhaftet, 1934 und 1937. Nachdem man ihm nichts nachweisen konnte, musste er jedes Mal wieder auf freien Fuß gesetzt werden. In einem Gedicht sagt er, ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen, mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn's sein muss, in Deutschland verdorrt. 1937 traf Luise-Lotte Enderle Erich Kästner in Berlin wieder. Und zwar war ich von der Zeitschrift, die ich damals als Chefredakteurin herausgab, war ich versetzt worden nach Berlin und dort freundete ich mich mit Erich Kästner an. Wir verliebten uns plötzlich. Es war nicht programmgemäß. Jedenfalls, Erich Kästner wohnte nicht sehr weit von mir entfernt in Charlottenburg. Das ist für Liebespaare immer ein Glücksfall in dem sehr großen Berlin, weil man ja sonst irrsinnige Wege zueinander hat. Und in diesem Fall brauchte man bloß über ein paar Straßen zu laufen und wir konnten uns wiedersehen. Und als dann im Jahre 1942 Erich Kästners Wohnung abbrannte, zog er zu mir in die Wohnung, weil ich ja, meine Wohnung war nur etwas
Wasser geschädigt. Und ich hätte ohne dies jemanden in die Wohnung bekommen. Und so entschloss ich mich rasch, Herrn Kästner anzumelden für meine Wohnung, denn so war wenigstens eine gewisse familiäre Zusammengehörigkeit gewahrt. Um Kästner war es in Deutschland still geworden. Einige hatten sich von ihm zurückgezogen, viele bewahrten ihm die Freundschaft. Schauspieler Karl Schönböck. Es gab damals ein kleines Künstlerrestaurant, das hieß Johnnys kleines Künstlerrestaurant. Das war so eine Art inoffizieller Bühnenclub, in dem sich die Schauspieler und Regisseure und Bühnenbildner und Sänger, auch Maler und Bildhauer, auch Journalisten trafen, die nicht in den offiziellen, in dem vom Staat gegründeten Künstlerclub gingen. Und da gab es einen Stammtisch, an dem saß Felix von Eckart, der spätere Bundespressechef, Walter Kiaulén, Walter Janssen, manchmal Hans Albers, manchmal Hans Sönker und so auch Erich Kästner und meine erste Frau und ich. Und da lernte ich ihn kennen als einen sehr zurückhaltenden, nicht sehr viel redenden Mann, immer sehr korrekt angezogen, nur komischerweise, er trug zum zweireigen Anzug keine Krawatte. Das war eine persönliche Note von ihm. In dieser Zeit, er trug nie eine Krawatte. Sonst kam er immer in einem eleganten Mantel, schwarzen Homburghut, saß meistens ruhig am Tisch, beteiligte sich nicht sehr viel am Gespräch, aber man wusste, er war immer präsent. 12 Jahre präsent in der inneren Emigration. Für einen kritischen Schriftsteller ein fast unerträglicher Zustand. In den Jahren bis 1945 hatte Erich Kästner, der ja bekanntlich verboten war, eine Arbeitserlaubnis bekommen, und zwar durch einen Herstellungsgruppenleiter der UFA, war er erlaubt worden, und zwar sozusagen nur unter Pseudonym, und er schrieb damals das Drehbuch zu diesem Film Münchhausen. Das sollte der repräsentative Jubiläumsfilm der UFA werden, und dafür hatte man einen witzigen, gescheiten, souveränen Autor gesucht. Die Wahl fiel auf Kästner, und zwar bemerkenswerterweise gerade von der Gruppe, nämlich dem Propagandaministerium, das ihn doch wohl verboten hatte. Und er schrieb dieses Drehbuch. Manche haben sich gefragt, warum hat er das getan? Ich glaube, solche Fragen sind berechtigt, aber andererseits auch mit etwas Nachdenken schnell beantwortet. Im Grunde genommen muss ein Mensch ja auch leben. Und ich glaube, die möglichste Form, weiter leben zu können wirtschaftlich, hatte er damit gefunden. Und da es ihm angeboten wurde, ohne besondere Kotau-Bewegungen seinerseits. Jedenfalls, er schrieb also dieses Drehbuch und Münchhausen wurde gedreht, aber ehe der Film Münchhausen zur Premiere kam, wurden Hitler im Führerhauptquartier durch Bormann eine Kopie vorgeführt. Und da rauschte Herr Hitler bedenklich auf und verbot Kästner total. Das heißt total für Deutschland. Immerhin konnte er zunächst noch im Ausland veröffentlichen. Später wurde auch das noch verhindert, sodass Erich wirtschaftlich ausgehungert werden sollte. Mit einem Filmteam der UFA konnte Kästner im März 1945 aus Berlin herauskommen. Ein Freund hatte ihm die nötigen Papiere verschafft. In Österreich im Zillertal traf er Luiselotte Enderle wieder. Hier erlebten sie das Kriegsende und die ersten Wochen danach.
Es verging dann eine sehr lange Zeit, bis ich ihn wieder sah. Es war der Sommer 1945, als ich als Besatzungsoffizier, britischer Besatzungsoffizier, nach Deutschland zurückkam, kam nach München und dort lief ich einem amerikanischen Besatzungsoffizier, einem Freund in die Arme, der mir sagte, kennen Sie eigentlich Kästner? Sage ich, aber selbstverständlich kenne ich Kästner seit 20 Jahren. Wo ist er? Ja, der sitzt oben im Zillertal. Wir in einen Jeep und da hinaufgefahren, bis wir ihn gefunden haben, war ein bisschen schwierig. Er saß tatsächlich im Zillertal, wie er es in seinem Buch Notabene 45 geschildert hatte. Und wir feierten ein Wiedersehen und ich fragte ihn sofort, Erich, wie war denn das nun? Warum bist du eigentlich da geblieben? Hättest doch schließlich rausgehen können, diesen ganzen Ärger ersparen können. Sagt er, ja, ich bin da geblieben, weil ich mir gesagt habe, einer muss das von Anfang bis zu Ende miterleben und zwar nicht irgendeiner, sondern einer, der es nachher auch schildern kann und den Leuten begreiflich machen kann. Sag ich nur, hast du denn ein Tagebuch geführt? Sagt er, absolut, vom ersten bis zum letzten Tag ist alles da und das werde ich jetzt verwenden, das werde ich jetzt ausarbeiten. Ich sage, das ist das überhaupt das Wichtigste, was du als Schriftsteller jetzt machen kannst. Du musst dieses Buch über die 12 Jahre Hitler-Deutschland schreiben. Das kann außer dir niemand. Du musst es machen. Versprich mir, dass du das machen wirst. Er sagt, ich verspreche dir es. Ich habe nichts anderes im Kopf augenblicklich. Wir haben ihn dann nach München geholt, an die Redaktion der Neuen Zeitung. Da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Und von da ab habe ich ihn dann regelmäßig gesehen, jedes Jahr mehrmals. Und ihm immer gefragt, Erich, was ist mit dem Buch? Und das Buch kam und kam und kam nicht. Und er hat es natürlich nie geschrieben. Kästners Tagebuchaufzeichnungen erschienen in dem Buch Notabene 45. Kein großes Buch hieß es, doch ein wichtiges Dokument über die letzten Kriegswochen. Nur 2 Jahre blieb Kästner Feuilletonchef der Neuen Zeitung in München. 1947 zog er es vor, wieder als freier Schriftsteller zu arbeiten. »17 Bücher für Kinder« hat Erich Kästner geschrieben. In mehr als 35 Sprachen, selbst ins Japanische, wurden sie übersetzt. 4 Romane für Erwachsene und 13 Gedichtbände. Aufgrund der klaren, verständlichen Sprache Kästners wird im Ausland heute noch aus seinen Büchern Deutsch gelehrt. Besonders die jungen Menschen suchten den Kontakt mit ihrem Schriftsteller, der sie ernst nahm, sie verstand und in seinen Büchern gegen erzieherische Dressur eintrat. Kästner versuchte immer wieder, die Grenze zwischen Erwachsenen- und Jugendliteratur zu verwischen. Auch an die Erwachsenen richtet er sich in seinem Jugendbuch »Das doppelte Lottchen«. Die Verfilmung von Josef von Baky wurde mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Gegen den Krieg und die Dummheit der Menschen schrieb Kästner in Konferenz der Tiere, ein Familienbuch, wie er sagte. Unter Kurt Linders Regie entstand ein preisgekrönter Zeichentrickfilm. Die Hinwendung zum Schwachen, Hilflosen, der Einfluss der Erwachsenen auf die Kinder waren immer wieder seine Themen. In einem Gedichtband veröffentlichte er die Ballade vom Nachahmungstrieb. Es ist schon wahr. Nichts wirkt so rasch wie Gift. Der Mensch, und sei er noch so minderjährig, ist, was das Laster dieser Welt betrifft, früh bei der Hand und unerhört gelehrig. Im Februar, ich weiß nicht am wievielten, geschah's auf irgendeines jungen Drängen, dass Kinder, die im Hinterhofe spielten, beschlossen, Naumanns Fritzchen aufzuhängen. Sie kannten aus der Zeitung die Geschichten, in denen Mord vorkommt und Polizei, und sie beschlossen, Naumann hinzurichten, weil er, so sagten sie, ein Räuber sei. Sie steckten seinen Kopf in eine Schlinge. Carver, der Pastor, lamentierte viel und sagte ihm, wenn er zu Schreinern finge, verdürbe er den anderen nur das Spiel.
Fritz Naumann äußerte ihm, sei nicht bange. Die anderen waren ernst und führten ihn. Man warf den Strick über die Teppichstange. Und dann begann man Fritzchen hochzuziehen. Er sträubte sich. Es war zu spät. Er schwebte. Dann klemmten sie den Strick am Haken ein. Fritz zuckte, weil er noch etwas lebte. Ein kleines Mädchen zickte ihn ins Bein. Er zappelte ganz stumm und etwas später verkehrte sich das Kinderspiel in Mord. Als das die sieben kleinen Übeltäter erkannten, liefen sie erschrocken fort. Noch wusste niemand von dem armen Kinde. Der Hof lag still, der Himmel war blutrot. Der kleine Naumann schaukelte im Winde. Er merkte nichts davon, denn er war tot. Frau Witzwitzigler, die vorüberschlurfte, lief auf die Straße und erhob Geschrei, obwohl sie dort doch gar nicht schreien durfte. Und gegen sechs erschien die Polizei. Die Mutter fiel in Ohnmacht vor dem Knaben und beide wurden rasch ins Haus gebracht. Karl, den man festnahm, sagte kalt: Wir haben es nur wie die Erwachsenen gemacht. Die Schaubude. Das erste Nachkriegskabarett in München in der Reitmoorstraße. Schauspieler traten hier auf wie Ursula Herking, Karl Schönböck. Einer der Initiatoren und Hauptautoren war Erich Kästner. Unser musikalischer Leiter war Edmund Nick. Und da habe ich zum ersten Mal Gelegenheit gehabt, nun auch Chansons, Songs, Kabarettnummern von Kästner selbst zu bringen. Das erste war, man müsste wieder 16 Jahre sein. Und im Laufe der nächsten zwei Jahre noch einige Nummern für mich geschrieben. Dann kam die Währungsreform, die Schaubude hat die Zeit des Töpfe und Kleider und Essenkaufens nicht überstanden, aber im Jahr 1950 kam aus England Trude Kohlmann herüber, die früher in Berlin mit Kästner schon zusammengearbeitet hatte und gründete zusammen mit Oliver Hassenkamp, Ursula Herking und mir ein literarisch-politisches Kabarett, Die kleine Freiheit. Schriftsteller Oliver Hassenkamp. Die kleine Freiheit war der Titel eines Gedichts von Erich Kästner. Die kleine Freiheit wurde zum Namen unseres Kabaretts. Jeden Abend am Schluss des Programms sangen wir die erste Strophe. Das Haus ist klein und heißt Die kleine Freiheit und unsere Stühle sind ein bisschen hart. Das Haus ist klein und klein ist unsere Freiheit. So ist nun mal die deutsche Gegenwart. Erich Kästner war nicht immer leicht auf die Bühne zu bringen. Seine Texte waren Aussagetexte und nicht an eine Person, an eine darstellerische Figur gebunden. Und es bedurfte sehr guter Interpreten. Aber wenn der Interpret sehr gut war, dann hat der Text geleuchtet. Die Genauigkeit und die Vernünftigkeit seiner Texte sind ja überhaupt das, was Erich Kästner ausmacht. Er hat sich ja selbst als einen Gebrauchslyriker bezeichnet. Er wollte seine Leser erreichen, nicht fern von ihnen sein, hat sich immer nah an die Sprachbilder gehalten und nicht in Lyrismen verstiegen, die kein Mensch mehr versteht, am allerwenigsten der Autor. 1955 schrieb Kästner ein Gedicht, das zu den wenigen nicht-satirischen zählt, Die 13 Monate. Edmund Nick hat es vertont, Hanne Wieder singt. Hebt das Jahr die Sense hoch und mäht die Sommertage wie ein Bauer. Wer sät, muss mähen und wer mäht, muss säen. Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer. Stockrosen stehen hinterm Zaun in ihren alten, brüchig seidenen Trachten. Die Sonnenblumen üppig blond und braun mit Schleiern vom Gesicht
sehen aus wie Frauen, die eine Reise in die Hauptstadt machten. Wann reisten sie? Bei Tage kaum. Stets leuchteten sie golden am Stakete. Wann reisten sie? Vielleicht im Traum. Nachts, wenn der Duft vom Lindenbaum an ihnen Abschied süß vorüberwehte. In Büchern liest man groß und breit, selbst das Unendliche sei nicht unendlich. Man dreht und wendet Raum und Zeit, man ist gescheiter als gescheit. Das Unverständliche bleibt unverständlich. Erst 1946 gelang es Kestner, nach großen Schwierigkeiten, seine Eltern in Dresden zu besuchen. Besonders seine Mutter hatte unter der langen Trennung gelitten. Sie starb 1951 in Dresden. Der Vater hat sie um 6 Jahre überlebt. Er wurde 91 Jahre alt. Einmal von einem Journalisten befragt, was wäre, wenn ein satirischer Schriftsteller im Paradies lebte, antwortete Kestner, dann wäre seine Existenz grundsätzlich bedroht. In einem seiner Epigramme sagte er, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Schule der Diktaturen, ein Theaterstück schon während der Nazizeit geplant, eine politische Satire gehört zu Kestners wichtigsten Werken. Es wurde 1958 in den Münchner Kammerspielen uraufgeführt, inszeniert von Hans Schweikart. Die Parabel von den Managern der Macht. Ein unbequemes Stück, das beim Publikum geteilten Beifall fand. Kestner nannte es eine Komödie, die Kritik meinte eine Tragödie. Nichts Erbauliches steht der Wahrheit gegenüber. Kestner erhielt den Literaturpreis der Stadt München. Erich Kestner war ein Nachtmensch. Er stand gegen 11 auf, trank Kaffee, las Zeitungen. Wir aßen gegen 2 Uhr Mittag und gegen 4 Uhr ging Kestner aus dem Haus. Und zwar ging er in sein Büro, das bezeichnenderweise immer ein Kaffeehaus war. Und in München war es das Café Leopold. Und dort traf er seine Sekretärin, diktierte die Post. Und das waren ziemliche Stapel, denn wir bekamen sehr viel Post. Und zwar von sehr freundlichen Lesern, von Kindern vor allen Dingen auch. Und so war da ein ziemlicher Berg Arbeit zu bewältigen. Und er fuhr, da er ein Freund eines eigenen Autos war, immer mit dem Taxi. Dafür war aber der Liebling der Taxichauffeur von München. Am Abend war Erich Kestner dann eine Weile zu Hause. Wir schauten ein bisschen fern und unterhielten uns und tauschten aus, was jeder erlebt hatte. Ich war ja damals noch im Beruf und hatte natürlich auch meine Erlebnisse mitzuteilen. Und unser Bekanntenkreis war ja annähernd immer derselbe, weil Schriftsteller und Journalisten gehörten zu unserem großen Bekanntenkreis. Und dann ungefähr so um 9, 9:30 ging Erich wieder weg und er nannte es so hübsch, jetzt gehe ich auf Montage, weil er dann mit seinem Bleistift lossauste und schrieb für diese Schreibarbeiten hatte er sich immer kleine Bars ausgesucht und sobald er merkte, dass er entdeckt worden war, suchte er sich wieder etwas anderes oder aber er verabredete mit den Obern, dass sie ihm die lästigen Leute vom Halse hielten. Wer vermutet auch, dass ein Mensch in der Bar sitzt, um zu arbeiten? Aber so war es. Es war der Ort seiner Inspiration. Kestner hatte die Gewohnheit, seine Texte zu stenografieren, fein säuberlich, fast pedantisch genau, auch für die Sekretärin leserlich. 1951 wurde Kestner zum Präsidenten des Deutschen Peenclubs gewählt. Viele Ehrungen folgten, unter anderem die Verleihung des Büchnerpreises der Stadt Darmstadt.
des Internationalen Jugendbuchpreises. Schulen und Straßen wurden nach ihm benannt. Er protestierte öffentlich gegen die Atomrüstung vor der Münchner Universität und sprach auf Kundgebungen für den Frieden. Einer seiner besten Freunde, Hermann Kesten, sagte über Kestners autobiografisches Buch, als ich ein kleiner Junge war, ein verkanntes Meisterwerk der deutschen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Kinderbuch »Der kleine Mann« erschien 1963, als Kestners Sohn Thomas 6 Jahre alt war. Er hatte es für ihn geschrieben. Es sind die Geschichten, die Kestner seinem Sohn erzählt und nur für ihn erfunden hat. Die Mutter, Friedel Siebert, lebte mit Thomas in Berlin. Die Jahre von 1964 bis 1967 verbrachte Kestner bei seiner Familie. Damals entstand dieser Privatfilm. Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt, sagte Erich Kestner einmal. Lasst euch die Kindheit nicht austreiben. Nur wer erwachsen und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Die Liebe zu Katzen haben Vater und Sohn gemeinsam. Einmal von einem Reporter befragt, warum es gerade Katzen seien, meinte Kestner unwillig, sie bellen nicht. In der Nähe von Lugano in Agra musste Kestner ungewollt 1,5 Jahre verbringen. Seine Atmungsorgane sollten stabilisiert werden, fanden die Ärzte. Im Sanatorium in Agra feierte Kestner seinen 65. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurde er interviewt. Auf die Frage, inwieweit er meine, dass Satire oder politisches Kabarett das Denken der Menschen beeinflussen, verändern könnten, antwortete Kestner: Wenn man literarisch Skepsis entwickelt, was den Zweck und das erreichbare Ziel des Kabaretts anlangt, überhaupt der Satire, der Geformten, bleibt der direkte Weg übrig in die Öffentlichkeit. Und wenn man an die Ideale und Ziele glaubt, muss man ihn gehen, wie Sie sagen, auf die Straße. 2 Jahre vor seinem Tod, 1972, wurde Kestners Doktorarbeit aus dem Jahr 1925 gedruckt. Friedrich der Große und die deutsche Literatur. Die Kritiker überschlugen sich, schrieben begeisterte Besprechungen. Kestner hätte sich mehr mit diesen Themen befassen sollen, statt Unterhaltungsromane zu schreiben, befand ein Rezensent. Doch Kestner wollte mit dem, was er schrieb, möglichst viele Menschen erreichen, sie nachdenklich stimmen, auch unterhalten. Das war ihm wichtiger als der Platz in einer elitären Gesellschaft. Er hat es erreicht, hat seine Leser gefunden, die den heiteren Kestner genauso lieben wie den ernsten, kritischen. Besonders ist mir im Gedächtnis geblieben ein Gedicht, weil es nicht nur bis heute seine Aktualität bewahrt hat, ja, vielleicht sogar an Aktualität gewonnen hat. Es heißt »Die Maulwürfe« oder »Euer Wille geschehe«. Als sie, krank von den letzten Kriegen, tief in die Erde hinunterstiegen, in die Kellerstädte, die drunten liegen, war noch keinem der Völker klar, dass es der Abschied für immer war. Sie drängten sich an den Türen der Schächte mit Nähmaschinen und Akten und Vieh, dass man sie endlich nach unten brächte, hinab in die ewigen Tage und Nächte. Und sie erbrachen, wenn einer schrie. Ach, sie erschraken vor jeder Wolke. War es Hexerei oder war es noch Natur? Brachte sie Regen für Flüsse und Flur oder hing Gift überm wartenden Volke, das verstört in die Tiefe fuhr? Sie flohen aus Gottes guter Stube. Sie ließen die Wiesen, die Häuser, das Wehr, den Hügelwind und den Wald und das Meer. Sie fuhren mit Fahrstühlen in die Grube und die Erde ward wüst und leer.
drunten, in den versunkenen Städten, versunken wie einst Veneta versank, lebten sie weiter, hörten Motetten, teilten Atome, lasen Gazetten, lagen in Betten und hielten die Bank. Ihre neue Welt glich gekachelten Träumen. Der Horizont war aus blauem Glas. Die Angst schlief ein und die Menschheit vergaß. Nur manchmal erzählten die Mütter von Bäumen und die Märchen, vom Veilchen, vom Mond und vom Gras. Himmel und Erde wurden zur Farbe. Das Gewesene klang wie ein altes Gedicht. Man wusste nichts mehr vom Turmbau zu Babel, man wusste nichts mehr vom Kain und vom Abel. Und auf die Gräber fiel Neonlicht. Fachleute saßen an blanken, bequemen Geräten und trieben Spiegelmagie. Mit Periskopen hantierten sie und gaben Acht, ob die anderen kämen. Aber die anderen kamen nie. Droben verfielen indessen die Städte. Brücken und Bahnhöfe stürzten ein. Die Fabriken sahen aus wie verrenkte Skelette. Die Menschheit hatte die große Wette verloren. Und Pan war wieder allein. Der Wald rückte vor, überfiel die Ruinen, stieg durch die Fenster, zertrat die Maschinen, steckte sich Türme ins grüne Haar, griff Lokomotiven, spielte mit ihnen und holte Christus vom Hochaltar. Nun galten wieder die ewigen Regeln. Die Gesetzestafeln zerbrach keiner mehr. Es gehorchten die Rose, der Schnee und der Bär. Der Himmel gehörte wieder den Vögeln und den kleinen und großen Fischen das Meer. Nur einmal im Frühling durchquerten das Schweigen rollende Panzer, als ging es in die Schlacht. Sie kehrten beladen mit Kirschblütenzweigen zurück, um sie drunten den Kindern zu zeigen. Dann schlossen sich wieder die Türen zum Schacht.